Hallo liebe CEC-Familie und schön, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet zu unserem neuen Vlog. Ich komme direkt zum Theorieteil, in dem ich ein bisschen Werbung machen möchte für eine wirklich gute und sinnvolle Sache. Und zwar geht es um das Friedberger Hörsymposium. Das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und findet dieses Jahr vom 6. bis 7. Juli statt. Und warum sage ich das jetzt schon? Dieses Jahr gibt es eine Homepage. Über diese Homepage könnt ihr euch schon vorab informieren, was grob die Agenda ist und auch welche Vortragenden schon zugesagt haben. Und ihr könnt euch direkt Tickets sichern. Dieses Jahr müsst ihr euch direkt über die Homepage anmelden. Das ist ein bisschen anders, als das die Male davor der Fall war. Und man kann sich deswegen auch gut überlegen, welche Tage sind für mich interessant und relevant und welche Tage vielleicht auch nicht. Man kann Tickets buchen für beide Tage zusammen, auch nur für einen Tag. Nach dem ersten Tag gibt es ja wie üblich das Dinner. Das wird dieses Jahr auch ein bisschen anders sein. Es wird als Walk-and-Talk-Dinner gestaltet sein, um wirklich auch in Austausch zu kommen zwischen den verschiedenen Professionen und zwischen den Kollegen. Es wird auch wieder einen Workshop geben für Hörakustiker, der auch wirklich sehr zu empfehlen ist. Das heißt für alle interessierten Fachleute, aber so wie immer auch für die betroffenen Patienten eine echte Überlegung wert. Denn es sind nicht nur Fachleute eingeladen, sondern ganz bewusst auch Eltern und CI-Träger selber. Denn wenn wir über CI-Versorgung reden, das Thema ist dieses Jahr CI ohne Grenzen. Zum einen die Frage, welchen Status haben wir in der CI-Versorgung und was gibt es auch für ein Potenzial, vielleicht noch zukünftig. Und das ist so das grobe Thema und das ist natürlich auch für euch als CI-Träger richtig wichtig und relevant. Das heißt, wenn ihr dabei sein möchtet, dann könnt ihr euch auch jetzt schon ein Ticket sichern. Unsere Homepage findet ihr unter www.hörsymposium-friedberg.de. Ich sage es nochmal: www.symposium-friedberg.de. Ich werde es auch in den jeweiligen Videobeschreibungen nochmal verlinken, dass ihr euch direkt anmelden könnt, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein. Okay, im praktischen Teil geht es heute wieder um ein Experiment und was ich dafür brauche, das zeige ich euch gleich. So, ihr braucht für unser Experiment einen Pappteller. Die habt ihr wahrscheinlich eh schon im Haus, weil wir schon so viele Papptellertiere im Blog gebastelt habt, dass ihr bestimmt noch welche übrig habt, wenn ihr eine große Packung kauft. Dann braucht ihr ein bisschen Klorolle oder Küchenrolle, wurscht egal. Die habt ihr eigentlich auch immer im Haus und ein bisschen Tesafilm, Klebeband, was immer ihr gerade da habt. Und ihr braucht einen Föhn. Als erstes macht ihr ein Loch in die Mitte von eurem Pappteller und zwar so groß, dass die Klo- oder Küchenrolle genau durchpasst. Das könnt ihr so einfach so machen, dass ihr das auf den Pappteller drauf macht, einmal drumherum zeichnet, dann schaltet das Loch aus, vorsichtig bei der ersten Spitze, da vielleicht von Mama und Papa helfen lassen, damit ihr euch die Schere nicht in die Hand stecht und dann könnt ihr es schon mit dem Klebeband befestigen. Und dann habt ihr schon euer Modell gebaut, dann braucht ihr nur euren Föhn und was jetzt passiert ist, dürft ihr erstmal beobachten. So, los geht's. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Unser Teller ist nämlich ein bisschen geschwebt und zwar so doll, dass es sogar vom Tisch runtergefallen ist. Ich mache es nochmal vor. Bleibt natürlich die Frage, warum das Ganze? Also warum ist das passiert? Weil eigentlich liegt der ja fest hier auf dem Tisch. Also wie kann der Teller anfangen zu schweben? Das funktioniert dadurch, dass ja die Luft von unserem Föhn durch die Röhre unter den Teller gelangt. Und da die Luft sich hier unten sammelt, hebt sich der ganze Teller ein bisschen nach oben und deswegen kann der so einfach über den Tisch flutschen. Das hält natürlich nicht komplett, weil die Luft, sobald der Teller nach oben geht, ja wieder entweicht. Deswegen schwebt jetzt unser Teller nicht so hoch, sondern nur ganz knapp über dem Tisch. Das ist das gleiche Prinzip, was aber Hovercrafts nutzen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das sind so Luftkissenfahrzeuge. Die funktionieren nach dem ganz gleichen Prinzip, dass sich Luft unter einem Gegenstand sammelt und es dadurch Auftrieb nach vorne gibt. Genau. Ich bin gespannt, ob das bei euren Tellern
Tellern zu Hause auch funktioniert oder ob ihr eure Teller auch ein bisschen zum Schweben bringen könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns wieder zum nächsten Vlog. Bis dahin, macht's gut!